Ich bin Jan Tebbe, ich bin Proteiningenieur. Wir arbeiten hier in Köln mit 30, 40 Leuten aus unterschiedlichen Fachbereichen. Und die Aufgabe, die uns hier vor Ort gestellt wird, ist halt Proteine zu optimieren, zu verbessern. Bei diesen Prozessen ist sowohl der Kopf gefragt, um diese Prozesse entsprechend zu designen. Auf der anderen Seite ist die Hightech hilfreich, weil sie den Durchsatz erhöht. Wir nutzen sie für Hochdurchsatz-Screening-Verfahren und das setzt uns halt imstande, 10.000 von Varianten anzuschauen, anstatt einzelne oder Dutzende. Das Protein-Engineering ist der Natur nachempfunden, wo in der Evolution Mutationen und ihre Auswirkungen dazu führen, dass sich Lebewesen weiterentwickeln. Wir machen das hier in einer sehr gezielten Art und Weise. Und dann muss getestet werden, ob diese Veränderung des Proteins im Sinne der eigenen Wünsche ist. Das Tolle am Protein Engineering ist, man kann es letzten Endes zum Wohle des Menschen als auch der Pflanze einsetzen.